Leute, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es direkt wieder ein Unboxing, denn heute ist mein zweites Päckchen gekommen vom N-Store, wie ihr vielleicht schon hier am Klebeband erkennt. Und genau, ich habe mir eine Caponotus Vagus bestellt. Die hatte ich zwar schon mal, da war mir aber damals relativ schnell die Königin verstorben. Und genau, das wollte ich jetzt einfach nochmal ausprobieren, weil das wirklich eine richtig schöne Art ist. Die sehen richtig klasse aus und vom Verhalten sind die auch echt interessant. Genau, und wie ihr seht, ist die Post nicht gerade pfleglich mit dem Paket umgegangen. Ich hoffe, dass innen drin alles in Ordnung ist. Ja, wir machen es einfach jetzt mal auf. Schauen wir nach, was da los ist. Aber das sieht schon ganz gut aus. Ah, und da haben wir schon diese wunderbare Ameisenkolonie. Na, kurz Licht dazu. Genau. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. Königin sieht gesund aus, hat keine Macken oder Dellen irgendwo. Und jawohl. Zwei Arbeiterinnen, ein paar Eier und eine Puppe. Gut. Klasse Tiere. Eine richtig schöne große Königin. Gut. Und genau, ich werde jetzt mir eine Box holen, die kurz einrichten und dann sage ich dazu noch was zu der Haltung von dieser wunderbaren Ameise Caponotus vagus aus Südeuropa. Genau, nach dem Cut geht es weiter und dann habe ich schon alles soweit bereitgestellt und dann sage ich da noch was zu. Alles klar. Jawohl, ich habe jetzt die Box geholt. Das ist jetzt in dem Fall eine kleine Aufzuchtbox, 5 Liter. Genau. Die würde ich jetzt erstmal ohne Deckel verwenden, denn ich werde gleich noch einen Ausbruchschutz auftragen. Und wie ihr seht, habe ich ein bisschen Aquarienkies als Bodengrund reingegeben. Der ist jetzt auch noch gut nass. Aber das macht nichts, der kann auch noch trocknen. Ist ja wie gesagt kein Deckel drauf. Da kann er so wunderbar abtrocknen und schimmelt auch nicht. Genau. Was mache ich jetzt als erstes? Ich trage jetzt als erstes den Ausbruchschutz auf für die Kolonie Caponotus vagus. Und genau, das kann ich ja auch mal kurz zeigen. Ich stelle die Box mal kurz zur Seite. Ich habe jetzt hier so ein Zewa, so eine Küchenrolle genommen. Nehme hier den Ausbruchschutz. Na, kann man das erkennen? Ja. Ich trage jetzt hier ordentlich was auf. Tupfe das einmal der gegenüberliegenden Seite ab. Und fahre jetzt hier einmal rum. Oder auch zweimal. So dass ich auch alle Ecken erwischt habe. Und jawohl, das war's schon. Ich habe den Ausbruchschutz aufgetan. Das ist wunderbar. Kann man jetzt natürlich nicht gut sehen. Aber okay. So einfach kann man Paraffinöl auftragen. Genau, das war gerade Paraffinöl. Gut. Was mache ich als nächstes? Ich mache als nächstes, habe ich mir hier so eine kleine Tränke mit Wasser gefüllt. Die ist jetzt schon was älter, dementsprechend sieht die auch aus. Ich koche die zweimal regelmäßig auch ab. Aber gut, so ein paar Flecken, die kriegt man einfach nicht mehr weg.
Genau, und vorne in der Tränke habe ich ein bisschen Stahlwolle. Ist ein bisschen Stahlwolle drin, damit da keine Ameise ertrinken kann und in der Tränke drin landet. Genau. Das ist eine Stahlwolle, die kann man hier zum. Das ist so eine Küchenstahlrolle, die nimmt man, um den Herd sauber zu machen und den Ofen. Von daher kann man die wunderbar im Drogeriemarkt kaufen oder im Supermarkt. Jo, also die Tränke stelle ich jetzt rein mit normalem Leitungswasser. Hoppa, so. Schiebe das Ganze mal ein bisschen. Ja, jetzt könnt ihr es besser sehen. Gut, was habe ich noch? Ich habe hier noch so eine ganz kleine Tränke. Da ist jetzt Zuckerwasser drin. Das habe ich auch selber angemischt. Das könnt ihr auch ruhig machen. Das ist super easy. Einfach normales Leitungswasser und dann Zucker da rein. Genau. Viel hilft viel. Ruhig ordentlich Zucker rein. Und wenn er sich aufgelöst hat, ist das Zuckerwasser auch schon fertig. Jawohl. Dann habe ich jetzt hier noch so ein Blatt mit einer zerteilten Schabe drauf, mit einer Schokoschabe. Und genau, schon mal so als erste Proteinzufuhr werde ich das jetzt auch noch schon dazugeben. Jawohl, und damit ist die kleine Aufzuchtbox eigentlich auch schon eingerichtet. Alles, was die Kleinen brauchen. Genau, ich nehme jetzt das Reagenzglas mit der Kolonie drin, Camponotus vagus. Gut, jetzt waren hier ist vom Enstor hier schon diese rote Folie drüber. Das ist wunderbar. Die Tiere sind wahrscheinlich schon dran gewöhnt. Und das reicht als Abdunklung. Wenn die rote Folie jetzt nicht dabei gewesen wäre, hätte ich mir einfach Küchenrolle oder eine Frischhaltefolie, diese Alufolien genommen, die drüber gemacht. Also die Alufolie meine ich. Ich kam gerade nicht drauf. Die Alufolie drüber hätte ich jetzt drüber gemacht und genau, dass es schön dunkel ist. Jo, ich würde jetzt vorne den Stöpsel abmachen und die Kolonie in die kleine Aufzuchtdose hineingeben. Jawohl. Ja, da sind sie auch schon. Und genau. Der Aquarienkies ist schön fein. Die könnten also jetzt vorne das Reagenzglas, den Eingang vom Reagenzglas ein bisschen zubauen, um sich einfach geschützter zu fühlen, jetzt noch während der Gründung. Und genau, das obliegt ganz der Kolonie, der Arbeiterin. Und das werden die wahrscheinlich auch tun. Gerade jetzt, wo der noch so schön feucht ist. Das finden die klasse. Gut. Ich sage kurz noch was zur Haltung, zu den Haltungsbedingungen. Also das ist so eigentlich das Mindeste, was man an Box oder was ich als Box einrichte für so eine kleine Kolonie. Wenigstens eine kleine Aufzuchtdose. Das finde ich ganz schön. Noch spartanischer will ich meine Ameisen eigentlich nicht halten. Genau. Ich sage jetzt noch was kurz zu den Haltungsbedingungen. Und zwar ist natürlich Feuchtigkeit und Temperatur wieder ein großes Thema. Bei Einheimischen, bei südeuropäischen oder auch bei exotischen Ameisen aus Asien, Afrika oder sonst wo, Temperatur und Feuchtigkeit ist je nach Art unterschiedlich. Und da solltet ihr auch ein bisschen drauf achten, sonst kommen die Kolonien wahrscheinlich nicht aus dem Quark, wenn die einfach zu kalt gehalten werden. Gut, ich habe jetzt hier in meinem Ameisenzimmer wieder 27,4 Grad. Heute ist es auch wieder sehr warm draußen. Deswegen ist es hier auch relativ warm. Und genau. Aber unter 24, 25 Grad geht das hier eigentlich drinnen nicht. Da sorge ich für. Genau. Und für diese Art solltet ihr auch schon wenigstens 24 bis 28 Grad haben. Dann fühlen die sich einfach wohl. Und die Königin legt wahrscheinlich dann mehr Eier, als wenn die zu kühl gehalten wird. Gut. Ja, was will ich noch sagen? Die Kolonie ist ja jetzt noch im Reagenzglas drin. Und das passt von der Feuchtigkeit. Das ist ideal. Die Watte ist auch ebenfalls gut durchtränkt mit Wasser.
Und das ist wirklich, besser geht's eigentlich nicht. Ich werde die Kolonie jetzt noch so lange in dem Reagenzglas lassen, bis jetzt, ich sag mal, das sind jetzt zwei Arbeiterinnen, ich sag mal, bis nochmal 4 bis 6 Arbeiterinnen dazugekommen sind. Wahrscheinlich werde ich es nicht mehr vor der Diapause schaffen, dieser Kolonie ein Nest anzubieten, denn das wird vorher gar nicht nötig sein. Genau. Denn diese Art Camponotus vagus hat keine richtige Winterruhe, sondern eine sogenannte Diapause. Und die geht von ungefähr November bis Februar. Die Kolonie sollte dann ab spätestens Mitte November bis Mitte Februar ungefähr bei 12 bis 18 Grad etwas kühler gestellt sein. Genau. Die Königin wird dann das Eierlegen einstellen. Die Kolonie wird nicht mehr wirklich Nährstoffe eintragen. Und genau, das Brutwachstum stagniert, bis dann wieder die neue Saison für diese Kolonie anfängt. Genau. Das war's schon von meinem Camponotus Vagus Unboxing. Ich hoffe, ich habe jetzt hier so die grundlegenden Dinge einfach mal erzählt. Vielleicht hat euch das ja ein bisschen weitergeholfen. Und genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare. Und jawohl, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.